Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems and Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung befassen wir uns mit der Virtualisierung. Und zwar geht es bei der Virtualisierung darum, eine virtuelle Maschine zu erstellen, um einem Betriebssystem zum Beispiel vorzuspielen, dass dies ein reales Gerät ist. Eine gute Beschreibung, wie immer auf der Wikipedia, das dient zur Übersicht. Wir gehen sicher noch tiefer in die Materie ein, aber das mal zur Übersicht hilft sicher, wenn ihr euch das mal durchlest. Bei der Virtualisierung unterscheiden wir zwischen Host Machine und Guest Machine. Host Machine ist dort, wo die Virtualisierung drauf läuft, also dort, wo die Software läuft. Und die Guest Machine ist eigentlich die virtuelle Maschine selber. Dort läuft dann das Betriebssystem und auf dem Betriebssystem laufen dann diverse Applikationen. Das zur Terminologie. Beim Hypervisor, das ist die Software, die die virtuelle Maschine betreibt. Dort kann man auch zwei Typen unterscheiden. Hier auch wieder ein Link auf die Wikipedia-Seite, das ist die Seite über den Hypervisor hier. Und hier sieht man bereits die zwei Typen, das ist Typ 1, Bare Metal. Dort läuft der Hypervisor direkt auf der Maschine und dann gibt es den Typ 2, den Hosted. Dort hat man die Hardware, das Betriebssystem und der Hypervisor läuft dann auf diesem Betriebssystem. In diesem Modus Typ 2 läuft zum Beispiel auch VirtualBox. Das ist das Image, das ich euch parat gestellt habe. Hier seht ihr VirtualBox am Laufen. Ich präsentiere momentan mit Windows 10, weil ich meine PowerPoints noch nicht konvertiert habe in ein offenes Format. Deswegen verwende ich hier Windows und hier ist unsere Alpine Image, das wir das letzte Mal kurz angeschaut haben. Beim Typ 1 gibt es diverse Möglichkeiten, wie man so einen Hypervisor betreiben kann. Das ist zum Beispiel Xen. Es gibt aber noch weitere. Es gibt von VMware gibt es Software, von Oracle gibt es Software. Also es gibt hier diverse Software. Xen ist offen und das kann man auch installieren und betreiben. Xen wird zum Beispiel bei Amazon bei EC2 betrieben. Das heißt, wenn man dort jeweils eine Instanz hochfährt, dann wird das mit Hilfe von Xen gemacht. Dort kriegt man dann eine virtuelle Instanz und man hat das Gefühl, man hat eine reelle Maschine, aber eben es ist virtualisiert. Die Projektseite von Xen, die findet ihr unter diesem Link und dort seht ihr auch, dass namhafte Hersteller mit dabei sind. Und hier noch der Link zu Amazon, das ist aus dem Jahre 2006, also schon ein bisschen älter. Und hier beschreiben sie eben, dass die EC2-Instanzen mit Xen betrieben werden. Ob das immer noch so ist, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Und genau, der dritte Link, VirtualBox, das ist das, was, wo ich das Image bereitgestellt habe. Das heißt, das ist eben dieser Typ 2, dieser Typ 2 Hypervisor, der auf dem Betriebssystem läuft und wo man dann auch andere virtuelle Maschinen betreiben kann, im Beispiel gesehen, hier habe ich drei virtuelle Maschinen, also Windows 32-Bit, 64-Bit und Alpine Linux. Um die Betriebssysteme und die virtuellen Maschinen unmodifiziert laufen zu lassen, das heißt die Betriebssysteme unmodifiziert auf den virtuellen Maschinen laufen zu lassen, braucht es auch Erweiterungen beim Prozessor. Bei Intel ist das die VTX-Technologie und bei AMD die V-Technologie. Wenn das nicht vorhanden ist,
dann braucht es eine Paravirtualisierung, das heißt, dann muss man das Guest-Betriebssystem, das Guest-OS, muss man dann so weit anpassen, dass es eben dann auch ohne diese Erweiterungen läuft. Mehr über diese Erweiterungen auch hier in dieser Wikipedia-Seite, die beschreibt, was es dann alles dazu braucht, damit es läuft oder was es genau ist. Wichtig ist, dass die, der Prozessor dann auch regeln kann, wer auf welche Speicherbereichen zugreifen darf oder eben wer da nicht zugreifen darf. Das heißt, dort wird ein gewisses Shadowing gemacht, dass dann nicht jeder Prozess oder dann auch nicht jede VM dann alles sehen kann, sondern nur den Bereich, den die VM eigentlich erlaubt ist zu sehen. Und da braucht es eben noch Erweiterungen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wenn wir einen Prozessor kaufen, dass diese Erweiterungen sicher in diesem Prozessor drin sind. Also die gibt es schon länger und wenn man heute einen Prozessor kauft, dann wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Virtualisierungsmöglichkeiten drin haben. Was ebenfalls wichtig ist bei der Virtualisierung, es muss die gleiche Architektur sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine x86er Plattform virtualisieren möchte, dann muss man das auf einem x86er Host laufen lassen und man kann dann nicht eine ARM-Maschine oder ein RISC-V dann auf einem x86 virtualisieren lassen. Das heißt, dort muss man auf der gleichen Plattform bleiben. Wenn man das nicht möchte oder wenn das nicht geht, dann braucht man eine Emulation. Dazu gibt es zum Beispiel QEMU. Das ist dieses Projekt hier. Das ist ein Emulator, wo man die Hardware emulieren kann. Das heißt, es wird dann alles übersetzt und ist auch dementsprechend langsam. Und wie langsam das ist, kann ich euch kurz zeigen. Ich habe ebenfalls ein Beispiel vorbereitet und zwar lasse ich ein Ubuntu auf einem RISC-V Prozessor laufen und als Beispiel oder als Kontrast dazu starte ich dann eine Alpine VM und dann seht ihr den Geschwindigkeitsvergleich, wie viel langsamer oder wie viel schneller eine Virtualisierung versus eine Emulation ist. Dazu habe ich bereits QEMU installiert und ebenfalls die nötigen Dependencies. Ich habe jetzt ebenfalls auch schon das Image heruntergeladen. Das ist Ubuntu. Das muss ich noch auspacken. Das dauert ein bisschen und um es laufen zu lassen, genau hier ist die Seite, die es beschreibt, wie man es laufen lassen kann und sobald man dann alles hat, kann man mit diesem Befehl hier, also man startet den die RISC-V Hardware und gibt ihm noch ein Image mit, man muss dann noch eine Art BIOS mitgeben. Und dann startet die Emulation und wir können dann sehen, wie gesagt, wie schnell das ist. So, hier entpackt er noch. In der Zwischenzeit können wir mal dieses Kommando vorbereiten. Ist auch ein langsamerer Laptop, deswegen wird auch die Emulation wahrscheinlich langsam sein. Ich habe einen Core i7 bei 2 GHz und natürlich je schneller das der Prozessor ist, desto schneller wird auch die Emulation sein. Gut, jetzt hat er es entpackt und jetzt muss ich noch hier das Image anpassen.
Und zwar wird das hier Downloads. Und das Ubuntu-Image sein. Genau, jetzt starten wir es. And Choice 1. Und jetzt starten wir die CPU-Last. Können wir hier sehen, es wird momentan ein Core gebraucht. Und da sind wir schon. Hier sieht man die Sekunden. Und man sieht schon, es ist langsam. Dauert bereits 17 Sekunden, 20 Sekunden. Schon fast 40 Sekunden. 45. Jetzt bald eine Minute. RISC-V ist eine Prozessor-Plattform, welche zu ARM konkurrieren sollte. Das heißt, es ist auch wird mit RISC und nicht mit CISC, also Reduced Instruction Set, ist die Grundlage für OpenRISC-V. Und es gibt noch nicht viele Hardware-Hersteller. Es gibt einige, die bereits Prozessoren liefern, und eben, dass man damit bereits entwickeln kann und es ausprobieren kann, austesten kann, ist diese Emulation gut. Das heißt, ohne dass ich hier jetzt einen RISC-V Prozessor habe oder eine Hardware haben, kann ich dann meine Software auf diesem Emulator austesten. Jetzt über 2 Minuten bereits schon. Jetzt sollten wir dann bald soweit sein. Auf dem anderen Rechner ging das ein bisschen schneller. Auf dem Laptop ist es langsam. So, wenn er noch lange hat, dann würde ich sagen, machen wir weiter und kommen dann. Ah nein, jetzt hat er es geschafft. Jetzt kann ich mich auch anloggen. Ubuntu. Das Passwort ist ebenfalls Ubuntu. Gut, in dem Fall ist es nicht Ubuntu, aber hier geht es darum zu sehen, oder Root Ubuntu. Nein, auch nicht. Wie gesagt, die Emulation ist langsam und im Vergleich dazu, wenn wir jetzt uns die virtualisierte Version anschauen von Alpine, wenn ich das starte, also wir halten in Erinnerung, wir hatten mehr als 2 Minuten gewartet, bis Ubuntu auf OpenRISC-V gestartet worden ist, und
Wenn ich jetzt Alpine starte, dann startet er jetzt. Und ist gestartet. Das heißt, das geht einiges schneller, weil er eben direkt auf die Hardware mit den gleichen Instruktionen zugreifen kann, eben nicht auf alles. Und zum Beispiel beim Speicher muss dann der Hypervisor schauen, welche VM auf was zugreifen möchte. Beim allerneuesten Prozessor von Apple, M1, das ist ein ARM-basierter Prozessor. Er hat auch einen Emulationsmodus, sodass er x86 emulieren kann. Und dafür hat er aber noch spezielle Register und Kommandos erhalten im Prozessor selber, damit eben dort die Emulation zügig vorangeht. Und so kann der Apple M1 auch x86 emulieren, ohne groß Performance zu verlieren. Also da gibt es auch wieder, es gibt Emulation, es gibt Virtualisierung und dann gibt es immer noch so einen Mischmasch. Also da gibt es auch immer eine Grauzone. Genau, bei der Emulation gibt es, kann man eigentlich eine beliebige Hardware emulieren und was man dann auch machen kann, sind zum Beispiel alte Konsolen emulieren, hier SNES, also Super Nintendo. Da kann man alte Super Nintendo Spiele damit spielen. Dann zum Beispiel Nintendo 64 kann man auch emulieren, läuft auch mit einer gewissen Performance, also mit einem gewissen, wenn der Rechner schnell genug ist, ist die Performance ebenfalls gut und auch wird die Switch wird emuliert. Das heißt, hier kann man dann auch Switch-Hardware emulieren und die Spiele emulieren. Aber da braucht es entsprechende bessere Hardware dazu. Die Virtual Desktop Infrastruktur, kurz VDI, ist auch eine Virtualisierung und dort zum Unterschied zur Virtualisierung, wie wir es jetzt mit der VirtualBox gesehen haben, also mit VirtualBox, mit dieser VirtualBox hier, beim VDI geht die Mausbefehle, die Tastatureingaben, wie auch der Bildschirm wird über das Netz verschickt, über das Netzwerk verschickt und bei VirtualBox geht das dann direkt in die Software. Also hier wird man über das Betriebssystem, kann man dann die Eingaben dieser virtuellen Maschine übergeben und bei VDI geht es eben über das Netzwerk, ist aber auch hintendurch wird das der Desktop virtualisiert. Im Gegensatz zur Virtualisierung und zur Emulation sind die Containers. Hier gibt es keine Isolation auf Betriebssystemebene. Also bei der Virtualisierung hat man ja eine virtuelle Maschine. In dieser virtuellen Maschine läuft ein Betriebssystem und auf diesem Betriebssystem läuft dann die Applikation. Und bei den Containers ist das anders. Dort hat man ein Betriebssystem. Dann läuft das Container Framework und auf diesem Container Framework laufen dann die einzelnen Applikationen isoliert voneinander. Das heißt, die Applikationen können nicht auf andere Applikationen zugreifen, die sind immer noch isoliert, aber der Isolationslevel ist jetzt nicht auf Betriebssystem, sondern höher oben im sogenannten User Space, also nicht im OS, also im Kernel Space, sondern im User Space. Zum Vergleich, eine virtuelle Maschine, so wie wir sie jetzt gesehen haben, die läuft auf einer physischen Maschine, hat ein Betriebssystem, in diesem Beispiel mein Betriebssystem, ich verwende Ubuntu und der Hypervisor im Beispiel war das jetzt VirtualBox, dort läuft ein Guest OS, das war jetzt in diesem Beispiel Alpine Linux. Und dort kann dann eine Applikation laufen, zum Beispiel ein Load Balancer oder ein Webserver.
Auf dem Hypervisor können natürlich verschiedene virtuelle Maschinen laufen und jede virtuelle Maschine hat sein eigenes Betriebssystem. In diesem Beispiel habe ich jetzt unterschiedliche Betriebssysteme, also ich habe hier ein Windows, also zwei Windows und ein Linux. Das heißt, hier muss es nicht notwendigerweise das gleiche Betriebssystem sein. Wenn wir das nun mit Containers anschauen, die laufen ebenfalls auf einer physischen Maschine, haben ein Betriebssystem und auf diesem Betriebssystem als Beispiel so einer Container-Software Docker und in diesem Docker läuft dann die Applikation 1, 2, 3. Das heißt, wie wir sehen, das Guest OS gibt es hier nicht mehr. Die Applikationen sind aber immer noch voneinander getrennt, aber die Applikationen greifen dann auf die Funktionalitäten dieses Betriebssystems zu und nicht auf das Guest-Betriebssystem. In unserem Fall, ich habe ja ein virtuelles Image bereitgestellt, wo man ebenfalls Docker drauf laufen lassen kann, also Container laufen lassen kann. Und das sieht dann wie folgt aus. Also wir haben wieder die physische Maschine, dann euer Betriebssystem, dann Hypervisor, VirtualBox und hier habe ich dann das Guest OS, das ist eben diese Alpine Image und darauf habe ich dann Docker installiert und hier können dann die Applikationen unabhängig voneinander laufen. Man kann aber ebenfalls andere virtuelle Maschinen laufen lassen. Also das ist das Setup, das wir verwenden. Docker ist eine Plattform für Containers. Eine gute Übersicht hinter diesem Link. Das ist wieder eine Wikipedia-Seite. Das gibt sicher mal einen guten Einstieg. Wir werden da sicher noch die Details genauer anschauen. So eine Containerplattform im speziellen Docker ist oder kann als eine Art Software Delivery Framework angesehen werden. Das heißt, hier stellt man ein Paket zusammen, das dann einfach auf einem anderen Rechner, wo ebenfalls Docker läuft, dass es einfach gestartet werden kann, ohne dass man jetzt noch Dependencies oder weitere Libraries hinzufügen muss. Einfach ein Docker Run und dann sollte es eigentlich laufen. Das ist so die Idee hinter Docker. Bei Docker gibt es auch vorgefertigte Images. Die sind im Docker Hub. Dort gibt es ganz viele Images. Das ist auf dieser Seite hier. Hier kann man zum Beispiel nach Node suchen. Wenn man jetzt ein Node-Image braucht, dann sieht man hier, es gibt bereits dazu ein entsprechendes Docker-Image mit den Versionen, die verfügbar sind. Das gleiche mit Java. Dort gibt es auch Images, OpenJDK zum Beispiel. Oder Go oder für Python gibt es Images. Da gibt es relativ viele Images und das heißt, man muss jetzt nicht mehr von neuem starten und alles noch dazu installieren, sondern wenn man jetzt mit Java entwickelt, kann man mit diesem OpenJDK das Image verwenden und hat dann bereits die Tools wie den Java Compiler drauf und ich glaube auch Gradle ist bereits schon dabei. Das heißt, dort kann man dann relativ schnell damit anfangen. So ein Container, er bietet eine Virtualisierung auf OS-Ebene an. Das heißt, nicht das OS selber wird virtualisiert, aber die Applikationen, welche auf dem OS laufen und diese Applikationen, die in den Containern sind, die sind auch isoliert voneinander. Das heißt, eine Applikation kann dann nicht auf eine weitere Applikation zugreifen, es sei denn, man erlaubt es. Man kann dann über Netzwerkverbindungen zum Beispiel dann auf diese anderen Applikationen zugreifen. Aber eben, man muss es sicher noch erlauben. Die Firma dahinter, die das erstellt, diese Software, das ist Docker,
Und das ist diese Firma hier, docker.com. Die hat diese ganze Containerisierung dieser oder das Software Delivery Framework hat das auf die Beine gestellt und ist es noch am Weiterentwickeln. Es gibt aber dazu auch Alternativen, wie zum Beispiel Podman. Also man muss jetzt nicht unbedingt Docker einsetzen, wobei in den vergangenen Jahren habe ich immer Docker eingesetzt, aber neu könnte man theoretisch auch Podman verwenden. Das ist ein direkter Ersatz für Docker, der ein bisschen eine andere Architektur hat. Und zwar funktioniert Docker immer mit einem Daemon und einem Command Line Interface. Und bei Podman ist das jetzt anders. Dort gibt es nur noch Podman, der dann auf diese Registries, auf diesen Containers und auf die Images zugreifen kann. Ist ein bisschen ähnlich, nicht genau das gleiche, aber es sollte eigentlich kompatibel miteinander sein. Das heißt, bei Podman, die sagen dann, dass man einfach durch ein Alias Docker, nein, das ist auf der Hauptseite, hier sagen sie, dass man im Prinzip Alias Docker gleich Podman, das heißt, man sollte eigentlich alle Kommandos, die mit Docker ausgeführt werden können, auch mit Podman ausführen. Ich habe es selber noch nicht probiert, weil ein wichtiges Feature hat mir noch bisher gefehlt, dass Podman auch Docker Compose unterstützt. Mittlerweile macht es das, das heißt, in der neuesten Version, die am 11. Februar, also vor etwas mehr als 3 Wochen released worden ist, die beherrscht nun Docker Compose in der Version 3.0. Das heißt, jetzt wäre es an der Zeit, das sicher mal auszutesten. Das werde ich im Laufe der Vorlesung noch machen. Sie versprechen, oder ich verspreche mir damit davon von Podman, dass es auch ein bisschen performanter ist. Mal schauen, was meine Erfahrung da sein wird. Die Vorteile von Containerisierung werden in diesem Block hier beleuchtet, wobei dieser Block hier vom Docker-Block ist. Also natürlich haben wir ein Interesse, dass da Docker gut dasteht, aber es zeigt doch einige Vorteile auf. Und zwar bringen sie den Punkt, dass die Containers mehr agil sind als die VMs. Über Agilität kann man sich jetzt streiten, die sind sicher leichtgewichtiger. So ein Docker-Image, ein kleines Docker-Image, ein Alpine-Image, das ist um die 2 Megabyte groß, und wenn wir das mit der entsprechenden VM vergleichen, dort sind wir dann bei einer Größe von 40 Megabyte. Also hier sieht man schon, dass die Container eher leichtgewichtiger sind. Der zweite Punkt, ein paar Buzzwords, Enable Hybrid and Multi-Cloud Adoption, was auch immer das heißt. Der dritte Punkt ist, das haben wir auch gesehen, dass wir das ebenfalls so machen. Das heißt, das Image, das ich geliefert habe, ist genau so ein Ansatz. Das heißt, ich habe Docker innerhalb dieses Images am Laufen, und das zeigt eigentlich, dass Docker sich in diese Architektur gut einpflegen lässt. Dann der vierte Punkt, da bin ich nicht ganz einverstanden. Es gibt auch zum Beispiel KVM, Kernel-Based Virtual Machine, wo man ebenfalls virtualisieren kann. Dort muss man keine Lizenzkosten zahlen. Natürlich gibt es auch die großen Hersteller wie VMware und Oracle, wo man Lizenzkosten zahlen kann, dafür auch Support kriegt, aber eben es gibt ebenfalls noch Alternativen. Wenn wir nun Container und virtuelle Maschinen vergleichen, dann kann man mit den Container kann man die Ressourcen viel besser ausnutzen. Man hat eine kleinere Größe des Images, also 2 MB versus 45 MB bei einer virtuellen Maschine. Die Applikationen starten schneller, das ist irgendwo im Millisekundenbereich.
bei den Container und bei den virtuellen Maschinen sind wir irgendwo im Sekundenbereich. Der Speicher, der wird dann auch geteilt, der wird nicht vorgängig alloziert. Also bei einer VM sagt man, diese VM kriegt dann 8 GB, die hat dann auch 8 GB. Und bei Container, dort verwendet man eben den Speicher des Betriebssystems und dort kann es variieren. Wenn eine Applikation jetzt nicht so viel Speicher braucht, dann kann es eine Applikation geben, die dann mehr Speicher dann entsprechend braucht. Die Prozesse sind zwar isoliert, aber es gibt den gleichen Kernel, das heißt, das Betriebssystem wird geshared, aber dennoch laufen sie eigentlich unabhängig. Das auch als kann Vor- und kann auch Nachteil sein. Der Vorteil von den virtuellen Maschinen ist, dass sie eigentlich auf die gesamten Ressourcen des Betriebssystems zugreifen können. Ein großer Unterschied zum Beispiel bei einer virtuellen Maschine, dort kann eine Applikation zum Beispiel eine andere Zeit setzen. Settime, ich setze jetzt meine Uhr eine Stunde vor, weil ich etwas austesten möchte. Bei einer virtuellen Maschine funktioniert das, beim Containersystem funktioniert das nicht, weil eine Applikation in diesem Container jetzt nicht die Systemzeit des Betriebssystems ändern kann. Also, da sieht man auch schon die Unterschiede. Was bei virtuellen Maschinen möglich ist, sind Live-Migrationen. Das heißt, ohne dass der Service unterbrochen wird, kann dann eine Instanz von einem Rechner zum anderen Rechner übertragen werden. Der Speicher ist voralloziert, kann Vor- kann Nachteil sein. Das heißt, die Applikation weiß, die 8 GB die stehen mir zur Verfügung, ob, wenn ich sie jetzt nicht brauche, wenn ich sie in 3 Stunden brauche, ich habe die 8 GB. Beim Containersystem ist das nicht der Fall. Man hat eine vollständige Isolation, auch was eben das Betriebssystem anbelangt. Und der Use Case ist, hier bei der virtuellen Maschine will man die Hardware besser ausnutzen. Das heißt, wenn jetzt eine virtuelle Maschine jetzt gerade nicht beschäftigt ist, kann die Ressource dann eine andere virtuelle Maschine brauchen, also zum Beispiel die CPU. Und beim Container ist der Use Case, dass man zum Beispiel ein komplexes Setup hat der Applikation, dass man jetzt zum Beispiel 7 Services hat und mit einem Containersystem kann man die so containerisieren, dass sie problemlos von einem Entwicklerrechner auf den nächsten Entwicklerrechner übertragen werden können und dass der Entwickler dort diese Services sehr schnell starten kann. Das sind so die zwei Use Cases, aber auch hier wieder gibt es einen Graubereich. Man kann auch die Container benutzen, um die Hardware besser zu nutzen. Und man könnte theoretisch auch virtuelle Maschinen verwenden, um ein komplexes Applikationssetup so zu virtualisieren. Bei den Anbietern, da gibt es natürlich ganz viele. Bei den Containers, Amazon, Azure, Google mit Kubernetes und bei den virtuellen Maschinen gibt es ebenfalls eine Reihe von Anbietern. Amazon, das ist Azure, Google Compute Engine und DigitalOcean hat jetzt Droplets. Also da könnt ihr euch hinter diesen Links könnt ihr euch mal die verschiedenen Angebote anschauen. Die kosten natürlich alle ein bisschen Geld. Das ist das von Amazon, das ist die Google Kubernetes Engine. Das ist Docker und Azure, das heißt, wenn man etwas virtualisiert hat, kann man auch theoretisch relativ einfach den Provider wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Docker Azure bin und sage, oh, der ist mir zu teuer, ich möchte wechseln, könnte man rein theoretisch dann zu Amazon oder zu Google gehen. Praktisch ist der Wechsel auch immer mit Aufwand verbunden. Das heißt, die Anbieter versuchen, die Kunden mit einem Login-Effekt bei sich zu behalten, weil sie noch andere Services haben, weil sie noch andere Dienste haben, die dann eben nicht so einfach zu portieren sind. Aber theoretisch sollte es dann möglich sein, mit dieser Virtualisierung dann den Provider zu wechseln. Auf der Seite der virtuellen Maschinen haben wir Amazon EC2,
Wir haben bei Azure die Virtual Machines und bei Google die Compute Engines. Dort kann man dann diese virtuellen Maschinen hochfahren und dann sein Betriebssystem aufspielen. Also bei Amazon gibt es ganz eine Reihe von Betriebssystemen, die man laufen lassen kann, von der Amazon-eigenen Linux-Instanz bis zu Ubuntu zum Beispiel. Und dann kann man dort die Applikationen dann laufen lassen. Wenn wir jetzt die einzelnen Dienste vergleichen, dann wird das relativ schwierig, weil sie ändern sich auch ständig und die Sichtweise auf die Dienste sind auch nicht immer die gleichen. Das heißt, es gibt Seiten, die das versuchen zu vergleichen. Zum Beispiel hier bezüglich den Market Shares, wer jetzt am meisten Market Share hat. Hier hat AWS 32%. Wenn wir jetzt auf eine andere Seite gehen, die haben ebenfalls eine Analyse gemacht und dort hat Amazon jetzt 40%. Das heißt, da ist es relativ schwierig dann herauszufinden, was dann tatsächlich, welche Zahlen dann stimmen. Aber man sieht schon mal die Größenordnungen und das sollte schon mal in die richtige Richtung gehen. Dann noch ein weiterer Link hier, Other Views. Other Views bezieht sich auf den Vergleich. Das ist diese Seite hier. Und zwar ist das von Backblaze, auch schon ein bisschen älter, von 2018. Sie vergleichen ebenfalls Container und virtuelle Maschinen und haben dann den folgenden Vergleich. What's the difference? VMs bezeichnen sie als Heavyweight, Containers als Lightweight. Da bin ich einverstanden. Native Performance versus Limited Performance, da bin ich nicht ganz einverstanden bezüglich Limited. Also wenn Sie zum Beispiel meinen, dass Paravirtualisierung Limited ist oder dass es eine andere Limite gibt, bin ich nicht ganz einverstanden, weil Sie haben dann ebenfalls, also diese Virtual Maschinen haben dann Zugriff auf die Hardware, halt zwar noch, wenn wir jetzt dieses Memory-Beispiel wieder anschauen, halt über einen weiteren Layer, aber die Performance ist relativ nahe an eigentlich an der Native Performance. Dann, damit bin ich wieder einverstanden. All Containers share the Host OS und each VM runs its own Operating System. Das heißt, auch wenn man eine virtuelle Maschine betreibt, muss man natürlich schauen, dass man immer die neuesten Updates auf diese virtuellen Maschine hat und wenn dann mal ein kritischer Fehler ist, dass man diesen dann so schnell wie möglich behebt. Dann der nächste Punkt, OS Virtualization und Hardware Level Virtualization. Das ist ebenfalls ein Unterschied. Startup Time in Milliseconds bei Containers, Startup Time in Minutes, bin ich nicht ganz einverstanden. Hier würde ich eher sagen Seconds. Hier muss man den ganzen Speicher vorallozieren bei den VMs und hier kann man den Speicher besser ausnützen. Da bin ich auch einverstanden. Fully isolated und Process Level Isolation. Das heißt, der Vergleich mit ein paar Ausnahmen ist eigentlich ganz okay. Wenn wir uns die Dienste ein bisschen genauer anschauen, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, AWS, ich hätte auch Azure oder Google nehmen können. Ich habe jetzt mal AWS genommen. Dann gibt es dann auch wieder Unterschiede. Also bei Amazon zum Beispiel gibt es sogenanntes ein On-Demand-Pricing, wenn man das jetzt braucht. Es gibt aber auch, da sieht man die Liste, wie teuer das es ist. Und da sieht man auch schon, man hat die Qual der Wahl. Das macht es natürlich auch schwierig dann zu vergleichen. Wie teuer ist etwas bei Amazon und wie teuer ist etwas bei Azure. Man kann eine Spot-Instance beantragen oder kaufen bei Amazon. Das ist dann eine Instanz beziehen, wenn gerade keine Nachfrage danach ist. Das heißt, wenn ich einen Service habe, wenn ich zum Beispiel ein Video konvertieren möchte und es für mich jetzt keine Rolle spielt, mache ich das morgen oder mache ich das übermorgen, dann kann ich das mit so einer Spot-Instance machen und wenn dann die Spot-Instance verfügbar wird, wird dann meine VM gestartet.
Und dann gibt es die Reserved Instances, die sind dann für einen gewissen Zeitraum laufen die dann, die hat man eben zur Verfügung und darauf kann man dann immer zugreifen. Das heißt, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Preismodelle und das macht das Vergleichen eben relativ schwierig. Es gibt aber Vergleiche und zwar findet das hier, ihr das unter diesen Links hier, aber eben diese Vergleiche, die sind relativ schwierig anzustellen. Also man vergleicht dann vCPUs und die Frage ist dann immer, ja, wie stark ist ein vCPU auf Azure, wie stark ist ein vCPU auf Amazon. Das heißt, dort ist die Vergleichbarkeit relativ schwierig und auch jede Seite, die das vergleicht, kommt dann ein bisschen zu einem anderen Resultat. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Eben das Vergleichen, das ist relativ schwierig bei diesen Diensten. Das Vergleichen wird auch dadurch erschwert, dass zum Beispiel bei Amazon, dass es ganz viele Dienste gibt und man auch dann mehrere Sachen mit mehreren Diensten machen kann und so wird das Vergleichen umso schwieriger. Was ihr aber ausprobieren könnt, ist die VirtualBox Instanz, die ich zur Verfügung stelle, die könnt ihr eigentlich auch auf EC2 laufen lassen, kostet dann einfach ein bisschen Geld. Docker haben wir uns ganz kurz bereits angeschaut. Das kann man installieren. Sie können auch eben, wie gesagt, Docker auf der VM verwenden oder aber auch installieren, wenn Sie Ubuntu haben, gemäß dieser Anleitung auf Windows respektive Mac nach dieser Anleitung und bei Windows nach dieser Anleitung. Oder aber Sie können die VM verwenden, die ich bereitstelle. Ich habe das bei mir lokal am Laufen, das heißt, ich habe hier Docker und ich kann mit Docker Run Hello World, das haben wir uns bereits angeschaut, Hello World, kann ich mir jetzt dieses Image holen, das geht auf Docker Hub. Holt sich das Image und führt es bei mir aus und es ist ein Hello from Docker. Genau, jetzt wollen wir uns anschauen, was genau hinter diesem Image steckt. Wir können dieses Image abspeichern. Das machen wir mit Docker Save Hello World und speichern es in dieses Tape Archive, also ein .tar. Das .tar kann man dann entpacken mit .untar oder auch nicht. Schauen wir es mit dem Midnight Commander an. Hier können wir dieses .tar-File uns anschauen oder wir können es natürlich auch mit dem File Browser anschauen. Das ist dieser File Browser hier. Und hier sehen wir schon in diesem Archive, was es drin hat. Hier hat es dann ein Manifest drin. Dort steht dann, was es dann genau ist. Ein Hello World. Die Version ist latest. Die Hash des Layers oder der Layer, die drin sind und das können wir uns jetzt anschauen. Hier haben wir die Layers drin und in den Layers, es gibt momentan ein Layer und hier hat es ein Hello. Das ist 13,3 Kilobyte groß, das könnten wir auch entpacken. Das heißt, hier, wenn ich in diesen Layer reingehe, das dann entpacke, Hello und das wieder ausführe, dann sollten wir eigentlich das gleiche sehen, Hello from Docker, das wir eben ausgepackt haben. Genau, das zu den Layers. Mit tar.xf kann man es entpacken, genau. Und wir können jetzt sehen mit
Docker Images, dass wir das installiert haben. Das ist dieses Image hier oben. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Da sieht man created vor 37 Stunden. Das Image kann man jetzt auch löschen. Wir können mit dieser Image-ID das Image entfernen. Docker RM Image und dann dieses Image angeben. Force Delete und nun habe ich es gelöscht. Und wenn ich das jetzt nochmals anschaue, dann sehen wir, es ist jetzt nicht mehr vorhanden. Mit Docker PS kann man schauen, was alles noch gerade so läuft. Da läuft gerade nichts. Mit PS-A schaut man, was auch bereits gelaufen ist und bereits schon geschlossen ist. Also da seht ihr dann eben das Hello, das ich ausgeführt habe. Genau. Wenn ihr Docker verwenden möchtet, könnt ihr das über die Kommandozeile oder es gibt auch grafische Oberflächen. Das ist zum Beispiel Dockstation. Das könnt ihr für alle Betriebssysteme herunterladen, ausprobieren. Eine weitere Übersicht findet ihr in diesem Artikel. Da fehlen jetzt gerade die Screenshots, aber die Links sollten eigentlich noch gehen. Hier ebenfalls Dockstation dabei und da könnt ihr euch dann schauen, was euch dann passt. Docker ist eine Containerisierung, welche die Prozesse untereinander isoliert. Und dazu werden gewisse Dienste vom Betriebssystem verwendet. Und diese Dienste, die kann man auch andersweitig brauchen. Also es gibt das OverlayFS, es gibt die Control Groups, die sogenannten C-Groups, die Network Namespaces, die alle dienen dazu, dass man eben diese Prozesse untereinander isolieren kann. Und ein Beispiel, wie man auch noch einen Container erstellen kann oder ein Container Framework ist zum Beispiel Bocker. Es wird aber nicht mehr aktiv entwickelt. Der letzte Commit war vor 6 Jahren. Aber hier zeigt man eindrücklich, dass eben mit 100 Zeilen Bash Code so ein ganzes Container Framework aufgebaut werden kann. Sie verwenden diverse Tools, also C-Groups zum Beispiel verwenden sie für die Filesystem-Abstraktion verwenden Sie das Better Filesystem und Sie brauchen dann sicher auch noch die Network Namespaces, welche, glaube ich, ab Linux 2.6 implementiert worden sind. Das einfach als Beispiel, wie man oder was hinter Docker ist. Docker ist nicht selber eine Virtualisierungssoftware, sondern sie verwendet Funktionen des Betriebssystems, um die Prozesse zu isolieren. Docker verwendet bei der Filesystem-Virtualisierung ein sogenanntes OverlayFS. Wir haben bereits diese Layers gesehen, die schauen wir uns dann nochmals im Detail an. Und hier kann man dann unterschiedliche Layers miteinander kombinieren und so quasi ein Filesystem, eine Sicht auf ein Filesystem haben, das auf mehreren Layers basiert. Hier ein Beispiel, ein einfaches Dockerfile. Dazu gehe ich in meine Entwicklungsumgebung, hier erstelle das Dockerfile. Dockerfile. Und hier habe ich dann ein ganz einfaches Dockerfile und zwar hole ich mir das Base Image, Alpine Base Image, das holt ihr dann vom Docker Hub. Dann füge ich das hello.sh hinzu und führe es dann aus. Und das muss ich natürlich noch machen. Ich habe hier noch ein
hello.sh und das ist ein Shell-Skript und in diesem Shell-Skript, da habe ich dann sowas drin, hallo Ost. Und nun kann ich das bereits laufen lassen. Ich gehe hier in mein Verzeichnis und lasse es laufen mit docker build. Dann nimmt er automatisch das Docker-File, gebe ihm dann noch einen Namen und zwar hallo Test. Jetzt holt er sich das Image, fügt das hello.sh hinzu und wenn ich jetzt das ausführe, wird das Kommando hello.sh ausgegeben. Das kann ich gerade mal kurz machen. Docker run hallo test. Docker, falsch geschrieben, Docker. Und jetzt wird hallo Ost ausgegeben. Da sieht man auch schon die Startup-Time, das ist eben im Millisekundenbereich, das kommt dann eigentlich sofort. Hier können wir auch wieder anschauen, was sich dahinter verbirgt. Das Image, das hat auch eine gewisse Größe. Docker Image. Und zwar, wenn ich mir das anschaue, Hallo Test, das hat jetzt eine Größe von 5 Megabyte. Und da können wir jetzt uns anschauen, so wie vorhin, was dann dahinter steckt. Und zwar docker save hello test test2.tar. Hallo Test, nicht Hello Test. Und jetzt kann ich es entpacken. XF test2.tar und hier drin sieht man im Test 2, jetzt hat er es hier entpackt, das wird dann, das werden diese zwei Layer sein. Das heißt, ein Layer wird sicher, das ist das Betriebssystem, also Alpine, und das ist mein Layer hier, das ist das hello.sh und diese zwei Layers werden kombiniert und das Betriebssystem sieht das als ein Layer und führt das dann entsprechend aus. Und hier, das ist das Alpine Image, das sind die 5,9 Megabyte, hier sieht man, was alles drin ist, also er hat da zum Beispiel ganz viele Kommandos, die man ausführen kann. Top hat er drin. Was kennt man noch? Netcat hat er drin. Genau, ganz viele Kommandos, die dann hilfreich sind beim Entwickeln. Die sind ebenfalls in diesem Alpine Linux drin. Wenn wir jetzt nun das File genauer anschauen, dann hat er zwei Layer gemacht. Das heißt, das eine Layer ist from Alpine, der zweite Layer ist dann das hello.sh und wir können jetzt nun einen dritten Layer hinzufügen, indem wir hier noch zum Beispiel ein File dazu nehmen. Das können wir auch gleich kurz ausprobieren, dann werden wir drei Layer haben. New File Test Me. Schreiben wir hier was rein und hier machen wir noch ein Add Test.me, fügen das hinzu, bauen es wieder. Und zwar gehen wir Docker Build, geben ihm den Namen Test 3 und wenn wir jetzt wieder das abspeichern, wir haben es jetzt Test 3 genannt, Test 3 nach Test 3 und jetzt Test 3
anschauen, dann sehen wir, jetzt haben wir plötzlich drei Layers. Der erste Layer Hello, der zweite Layer ist jetzt das Betriebssystem, also Alpine, das Image, und der dritte Layer ist jetzt das Test.me. Das heißt, wenn wir uns, oder noch besser, hier das File anschauen, das gibt einen Layer, das gibt einen Layer und das gibt einen Layer, und das wird dann kombiniert und dann sieht das Betriebssystem quasi ein Filesystem. Ganz wichtig hier ist, wenn jetzt hello.sh nicht ändert, dann kopiert er es nicht und packt es nicht nochmals neu, sondern er nimmt das gecachte, weil er hat ja den Hash davon, und nimmt dann diese Version rein. Das sieht man auch beim Output. Ups. Als wir das Docker-Image gebaut haben, haben wir gesehen, add hello.sh, wir haben es nicht geändert, er nimmt es aus dem Cache raus, und das heißt, hier wurde es nicht nochmals in ein Layer verpackt, sondern er hat bereits den gecachten Layer genommen. Wenn wir das jetzt ändern, zum Beispiel auf Test 2 und das jetzt nochmals bauen, dann sehen wir, es wird sicher einen anderen Hash geben. Test 4 und er nimmt es nicht mehr aus dem Hash, weil eben aus dem Cache, weil eben der Hash geändert hat, weil wir das File geändert haben. Das ist beim Entwickeln wichtig, weil wenn man zum Beispiel in diesem Schritt hier etwas kompiliert und jetzt die Sourcen nicht geändert hat, dann kompiliert er es nicht nochmals, sondern er nimmt es aus dem Cache und nimmt dann diesen Layer mit dem Output, den er erzeugt hat. Das ist noch vielleicht wichtig zu verstehen. Genau, diese Layering, das Layering wird mit OverlayFS gemacht. Da können wir uns auch ein paar Beispiele damit anschauen, wie genau OverlayFS funktioniert. Dazu öffnen wir wieder eine Shell, gehen am besten in das Temp-Verzeichnis, genau hier. Im Hintergrund seht ihr einen übersichtlichen und guten Artikel über dieses Overlay-Filesystem. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Das heißt, wir kreieren hier ein sogenanntes Lower Directory. Das wird das sein, das dann Read-Only sein wird. Ein Upper Directory, dort werden alle Änderungen gespeichert. Wörter, das braucht es einfach, und ein Overlay, das ist das, was dem User dann präsentiert werden kann. Nun mounten wir das, und zwar mit dem Overlay-Filesystem, mit den Optionen Lower Dir gleich TMP Lower, wobei ich kann dann direkt Lower eingeben hier. Upper dir ist upper, work dir ist work dir und none und overlay. Genau, jetzt haben wir hier im Overlay, ist noch leer, aber hier können wir ein File erstellen, touchTest.1, das können wir auch beschreiben. Ups. Und dieses File, das wird jetzt ins Upper-Verzeichnis geschrieben. Hier sieht man das File. Wir können auch hier noch ein Test 2 erstellen. Das wird dann hier im Overlay erscheinen. Also hier haben wir bereits zwei File.
Und ebenfalls im Lower kann man ein Test 3 hinzufügen. Das Lower, das ist dann ein Read-Only-Filesystem, respektive aus Sicht vom Overlay ist es ein Read-Only. Also hier kann ich etwas erstellen. Wenn ich hier jeweils etwas ändere, also zum Beispiel auch hier Test 3, Nano Test 3, hallo, das ist ein Test, dann wird diese Änderung nicht ersichtlich sein hier im Lower Directory. Das wird immer noch leer sein. Es wird im Upper Directory ersichtlich sein. Also wenn ich jetzt in den Upper gehe, dann habe ich jetzt plötzlich 3 Dateien und hier sehe ich dann die Änderungen. Das ist ein Test. Das heißt, das File habe ich angepasst. Und im Overlay wird eben das zusammengemerged. Das heißt, er nimmt das Lower, schaut, was ist im Upper, gibt es da ein File, das ich dann überschreiben soll, respektive wo der User dann eben die Version von Upper oder von Lower sehen sollte. Und im Overlay wird das kombiniert. Und genau so macht das auch Docker. Das heißt, diese Layers, die wir gesehen haben, die können wir jetzt als Lower File Directories markieren und unsere Änderungen, die wir dann vornehmen, gehen ins Upper rein. So werden die Images nicht verändert, das heißt, sie bleiben immer gleich und die Änderungen, ich kann dann zum Beispiel ein File anpassen, das in diesem Image besteht, kann ich anpassen und das wird dann eben in diesem neuen Layer gespeichert und der oberste Layer ist eben das Upper und dort können dann Daten auch abgespeichert werden. Ich kann jetzt hier auch das File löschen und dann wird es hier immer noch ersichtlich sein, im Lower wird es ersichtlich sein, weil eben Lower ist Read-Only. Und wir werden im Upper sehen, dass es als gelöscht markiert worden ist. Das ist speziell markiert. Und jetzt weiß eigentlich das OverlayFS, okay, wenn ich im Overlay drin bin, dann bitte zeige es dem User nicht an. Und wenn ich das jetzt nun anschaue, dann sehe ich, okay, es sind jetzt hier nur noch 2 Files vorhanden. So funktioniert das OverlayFS und Docker intern verwendet eben auch das OverlayFS, um diese Layers aufzubauen. Wenn wir ein Read-Only-File-System haben, dann brauchen wir nur diese Low-Directories, die sowieso Read-Only sind. Und im Beispiel jetzt Docker, wenn man 2 Layers hat, dann kann man das jetzt hier bei den Low-Directories, kann man hier 2 Lower Directories angeben, die dann schlussendlich mit dem Upper kombiniert werden und die dann dem User quasi das Overlay-Verzeichnis anzeigen und dort hat er dann seine Umgebung, hat er dann sein Filesystem mit den Änderungen, die eben in diesen Layers drin sind. Das heißt, die Reihenfolge spielt dann ebenfalls eine Rolle, was dann zuerst gemountet wird. Also wenn hier das Base Image gemountet wird und dann hier wird etwas gelöscht, dann wird das als gelöscht markiert und dementsprechend wird es dann auch so gemountet und der User kriegt dann das gelöschte File nicht zu sehen. Neben diesem OverlayFS gibt es noch die sogenannten Control Groups. Also das OverlayFS dient dazu, eben diese Filesysteme in Layers aufzuteilen. Die C-Groups dienen dazu, die Ressourcen wie zum Beispiel die CPU aufzuteilen. Ob man Control Groups installiert hat, kann man relativ einfach sehen. Man zeigt sich das, lässt sich die C-Groups anzeigen und dort sieht man, was dann alles zur Verfügung steht. Also das heißt, ich kann bei den C-Groups zum Beispiel auch jetzt CPU-Shares vergeben. Dazu erstelle ich jetzt 2 neue Gruppen mit CG
create. Und zwar habe ich den CPU red. Und ich habe den CPU blue. Und den kann ich jetzt gewisse Prioritäten zuweisen. Also zum Beispiel gebe ich jetzt 20% an C-Groups CPU. Dort habe ich jetzt Blue und da gebe ich jetzt bei den CPU Shares eben wie gesagt 20% an. Da gebe ich jetzt 20% an und bei Red gebe ich jetzt 80% an. Genau, jetzt kann ich das auch zwei Shells ausführen. Das heißt, ich brauche noch hier eine dritte, ein drittes Terminal. Hier führe ich Control Group Execute auf dem CPU Blue. Führe ich Bash aus. Und hier führe ich cgexec-cpu-red ebenfalls bash aus und red hat jetzt wie gesagt 80% der CPU-Leistung bekommt 80% und blue bekommt 20%. Das heißt, hier kann ich jetzt mal eine Hash-Summe bilden von meinem Zufallsgenerator. Das braucht dann ganz viel CPU. Def u random. Und das kann man hier ebenfalls machen. Und mit top kann man dann schauen, wer wie viele Ressourcen kriegt. Hier sieht man bereits 100%. Und wenn ich den starte, dann wird höchstwahrscheinlich ein zweiter Prozess, der läuft jetzt auf einem anderen Prozessorkern. Deswegen funktioniert es nicht und deswegen muss ich TaskSet sagen, er soll auf dem CPU 0 laufen, damit sich die beiden auch konkurrieren, weil sonst nehmen sie einen anderen CPU und dann können sie beide 100% beanspruchen. Deswegen TaskSet auf dem Prozessor Nummer 0, beide sind auf dem Prozessor Nummer 0 und jetzt sieht man hier bei Top, diese kriegt 80% ungefähr der Leistung und diese hier kriegt 20%, eben das, was wir bei diesen Control Groups angegeben haben. Und Docker verwendet diese Control Groups auch, um die Images respektive um die Containers voneinander so zu trennen, dass dort eine faire Aufteilung passiert. Das heißt nicht, dass wenn jetzt ein Container mit 1000 Prozessen jetzt 1000 mal mehr Leistung kriegt als ein Container mit einem Prozessor. Das heißt, diesem Container wird dann, wenn es zwei Container sind, 50% der Leistung zugesprochen und im anderen Container ebenfalls 50%. Und diese 1000 Prozesse oder 1000 Threads, die bekommen dann eben 50% dieser Leistung und die müssen sich darum bemühen, diese 50% dort möglichst effizient auszunutzen. So, jetzt brechen wir das wieder ab, sonst kommt mein Rechner noch ins Schnaufen. Bei Docker kann man eben angeben, wie viele CPU-Shares man haben möchte. Wenn man es nicht macht, wird es eben fair aufgeteilt, dass jeder Container dann gleich viel hat. Aber man kann auch sagen, jetzt dieser Container ist mir viel wichtiger, da brauche ich 80% der CPU und hier brauche ich dann 20% der CPU. Das kann man ebenfalls ganz kurz austesten. Das geht eigentlich auch relativ gut.
Und zwar braucht es hier dieses Kommando Docker Run. Und zwar bekommt ihr jetzt 20%. Hier müssen wir wieder den CPU, den Prozessor auswählen. Und wir rufen im Alpine Image wieder eine SHA-256 von meinem Random Name, Random Number Generator auf. Hier sieht man schon, kriegt er jetzt 100%, weil ich den zweiten noch nicht gestartet habe. Den starte ich gleich. Das ist dieser hier. Und zwar bekommt er jetzt 80%, ebenfalls auf dem CPU 0. Und hier sehe ich dann wieder, SHA-256 falsch geschrieben. Gut, SHA-256. Dann nennen wir ihn ganz kurz anders, iPrio 2. Jetzt funktioniert es auch und da sieht man oben jetzt kommt ein zweiter Prozess, respektive hier unten, der dann 20% hat und dieser wird dann ungefähr 80% erreichen. Das heißt, Docker verwendet ebenfalls diese Control Groups, die kann man von Hand ebenfalls steuern und Docker macht sich das ebenfalls auch zunutze und verwendet intern C-Groups. Beim Netzwerk verwendet Docker sogenannte Network Namespaces. Dort kann man dann Netzwerke voneinander isolieren. Das kann man mit dem NetNS-Befehl machen. Dort kann man dann auf diese Network Namespaces zugreifen. Also mit, ich breche jetzt das wieder ab, sonst. Das muss über Docker gemacht werden. Docker stop. Und ah genau, nein, diesen hat er noch nicht gestoppt, diesen noch stoppen. Und jetzt hat er dann beide Prozesse dann gestoppt. Hier können wir mal das mit den Namespaces anschauen. Das heißt IP Network Namespaces at Test Ost sudo. Und jetzt haben wir NetNS List, eine Liste von unseren Netzwerken. Wir haben jetzt nur eines erstellt. Aber hier mit diesem Network Namespace können wir dann unser eigenes Netzwerk definieren und definieren, wer wie wo zugreifen kann und das macht sich ebenfalls Docker zunutze. Darauf will ich jetzt genauer nicht eingehen, das heißt, das würde den Rahmen der Vorlesung ein bisschen sprengen. Mit Network Namespaces kann man relativ viel machen. Man kann ein Mask Grading machen, also Network Address Translation kann man machen. Und ich habe das zum Beispiel gebraucht, diese Network Namespaces, um mein Peer-to-Peer-Netzwerk zu testen. Also bei dem Peer-to-Peer, eines der großen Probleme bei den Peer-to-Peer-Netzwerken ist das Hole-Punching. Hier nur ganz kurz, da gehe ich auch nicht auf die Details an. Das Problem ist, dass bei Hole-Punching jeweils diese Unreachable Peers nicht direkt miteinander kommunizieren können. Das heißt, sie gehen immer über eine NAT. Und mit Hole-Punching, das ist so eine Methode, wie man dann diese NAT freischalten kann, respektive einen Port freischalten kann, sodass sich diese zwei Unreachable Peers dennoch kontaktieren können. Und das funktioniert meistens nicht immer, je nachdem wie die NAT eingerichtet ist oder ob das die NAT unterstützt oder in welchem Modus die NAT funktioniert, geht das oder geht das nicht. Und um das ein bisschen besser zu testen, habe ich mir mit Network Namespaces hier
ein Skript zusammengestellt, das noch eben ohne das Skript sieht es wie folgt aus. Man hat da ganz viele Hardware herumstehen und mit Skript funktioniert das so, dass man sich hier diese Network Namespaces einrichtet. Ich habe mir drei Namespaces eingerichtet, also den Global Namespace, den gibt es schon, den NAT Namespace und den Unreachable Namespace. Dort die gewisse Konfiguration vorgenommen und dann konnte ich mir auf meinem Rechner quasi so eine NAT simulieren und dann testen, wie gut das meine Software hier funktioniert. Und dieses Network Namespacing, das verwendet Docker ebenfalls, um die Netzwerke dieser Container trennen zu können. Docker bietet die Virtualisierungslösung nicht selber an, sondern nutzt Dienste oder Services vom Linux-Kernel, wie zum Beispiel die C-Groups oder die Network Namespaces oder verwendet OverlayFS, um die Container voneinander zu isolieren. Docker Compose ist nun ein Framework, welches mehrere von diesen Docker-Containern laufen lassen kann, respektive man kann in einem Docker-Compose-File ganz viele Services angeben und die mit einem Befehl alle hochfahren. Das heißt, wenn man jetzt ein verteiltes System hat, man hat zum Beispiel eine Datenbank, man hat irgendwo ein Frontend, man hat ein Load Balancer, man hat gewisse Services, die kann man in einem Docker-Compose-File angeben. Das Docker-Compose kann dann zum Beispiel auf ein Docker-File verweisen oder auf ein Docker-Image und damit kann dann mit einem Befehl können dann alle Services hochgefahren werden. Das ist der große Vorteil von Docker-Compose. Ich habe ein Docker-Compose ebenfalls vorbereitet, ebenfalls im Git-Repository, könnt ihr euch gerne anschauen. Hier vielleicht noch wichtig zu den Multistage-Builds. Wir haben ja gesehen, dass eben Docker die Images cached und damit man dann zum Beispiel, wenn man das fertige Binary dann hat, nicht noch alle zusätzlichen Tools mitliefern muss in die Produktion, um es zu bauen, also kein Java-Compiler, kein Go-Compiler, sondern nur das fertige Binary, kann man Multistage-Builds verwenden. Das sieht dann wie folgt aus. Das ist hier so ein Multistage-Build. Hier oben, hier bauen wir zuerst die Applikation, das heißt die Applikation, das ist etwas ganz Einfaches, das ist diese Applikation hier. Hier machen wir nichts weiter als wir verbinden uns mit einer Datenbank, haben den Username, haben ein Passwort, verbinden uns mit der MyDB Datenbank und beenden das Programm wieder. Also eigentlich ein ganz einfaches Beispiel und im Dockerfile kompilieren wir das. Und wir erstellen hier ein Binary. Damit wir aber die Go-Dependencies nicht mitliefern müssen, wenn wir das finale Image haben, verwenden wir ein Multistage-Build. Das heißt, das ist der erste Build hier, das ist dann der zweite Build. Und beim zweiten Build fangen wir hier direkt nur mit der Alpine-Image an. Also hier oben haben wir noch die ganzen Golang-Tools drin. Die haben wir hier unten nicht mehr. Und das Einzige, was wir hier machen, ist, wir kopieren vom Builder-Stage, das heißt von diesem Stage, kopieren wir diese Applikation, die wir erstellt haben, kopieren wir nun in diesen Build. Das ist ein einfacher Multistage, wie ich ihn hier gezeigt habe. Man könnte ihn natürlich auch noch erweitern, so dass man zuerst, dass man drei Stages hat. Im ersten Stage holt man sich nur die Dependencies, im zweiten Stage kompiliert man die Software und im dritten Stage lässt man die Software laufen. Der Vorteil ist, weil eben Docker ein Caching anbietet, kann man, wenn man beim ersten Schritt, wenn sich die Dependencies nicht ändern, also ich habe jetzt irgendwo mein Gradle-Build mit den Dependencies oder das Go-Pendant ist das Go-Mod hier, das sagt, welche Libraries hier verwendet werden, oder wenn man ein Node-Projekt hat, ein Package-JSON, das heißt, man kopiert zuerst diese Files rüber, holt sich alle Dependencies und wenn sich diese Dependencies nicht verändern,
nimmt er immer wieder diesen gecachten Layer. Das heißt, einmal hat man die Dependencies, solange sich die Dependencies nicht mehr ändern, kann man dann immer wieder auf diesen gecachten Layer zurückgreifen und muss man nur noch mit diesen gecachten Dependencies den Build machen, das heißt ein Binary erstellen oder ein Jar-File erstellen oder irgendwie ein JavaScript-Bundle erstellen und diesen dann kopieren in den letzten Build. Das ist das, was bei einem Multistage-Build, wenn man jetzt drei Build-Stages hat, was man in der Regel macht. Eben hier, wie gesagt, nur zwei Stages. Das für den Anfang, für so kleine Projekte reicht das. Aber wenn man dann sieht, mit der Zeit, wenn die Dependencies dann plötzlich 2-3 Minuten gehen, bis man sie alle heruntergeladen hat, dann fängt man an, diese Dependencies zu cachen. Das zu den Multistage-Builds, genau hier als Beispiel. Und wir gehen auch direkt ins Docker Compose rein. Hier habe ich ebenfalls ein Beispiel, Docker Compose. In diesem Docker Compose Konfigurationsfile habe ich zwei Services, ein Hello Service, das verwendet den Datenbankdienst. Der Datenbankdienst ist eigentlich, holt sich das Image von Docker Hub, also das Postgres 13 Alpine Image, mappt noch das Volume auf .db, das heißt, dort wird dann mein varlib Postgres Data wird dann dort abgespeichert. Ich expose die Ports 5432 und erstelle eine Datenbank MyDB, Username Postgres, Passwort ist Passwort. Das Gegenstück, das haben wir vorhin kurz gesehen, das ist hier drin. Das heißt, hier diese Angaben stimmen eigentlich. Und hier mit diesen zwei Diensten, die ich definiert habe, die kann ich jetzt ganz einfach hochfahren. Und zwar gehe ich jetzt, ich mache eine Kommandozeile auf, gehe ins FS21, hier noch, genau, hier gehen wir auf ein Image und hier gehen wir auf unser Dockerfile. Wir haben unser Dockerfile im Root. Das ist das hier, wegen dem nur ein Punkt. Wenn das Dockerfile in einem anderen Verzeichnis liegen würde, würde ich hier ein Verzeichnis angeben. Das nur als Beispiel. Ich würde natürlich die einzelnen Services in Verzeichnissen haben, aber jetzt als Beispiel habe ich das jetzt im Root-Verzeichnis drin. Gut, und nun können wir mit Docker Compose alle Dienste starten, das heißt, wir starten die Datenbank, die Postgres-Datenbank auf 5432 und starten ebenfalls diesen Dienst. Der Dienst connectet dann zur Datenbank, erstellt dann eine Tabelle und beendet sich wieder. Und das machen wir, wie gesagt, mit Docker Compose Up. Hier holt er sich jetzt das Image, das Postgres-Image, da er das noch nicht hat oder sich es auch geändert hat, das kann natürlich auch sein. Hier kompiliere ich mein Go-Programm und das hat er gemacht. Jetzt startet er die Datenbank und hier sehe ich bereits, dass es nicht funktioniert hat, weil vermutlich die Datenbank noch nicht so schnell gestartet war. Das Programm wurde schneller gestartet, das heißt, ich starte es am besten nochmals ganz kurz. Und hier sieht man Create a Table. Die Tabelle wurde erstellt, er hat sich wieder beendet. Und wir können jetzt noch die Datenbank wieder beenden und dann haben wir diese Services wieder heruntergefahren. Das heißt, ein ganz einfaches Beispiel, wie man zwei Services starten kann mit dem Docker Compose. Hier kann man, wie gesagt, mehrere Services drin haben, den Load Balancer, das Frontend, die Datenbank, die Services. Da kann man dann entweder das Dockerfile angeben, wie man dann zum Beispiel jetzt so ein Backend kompiliert,
Oder aber man kann ein Image angeben vom Docker Hub, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt die Postgres-Datenbank haben, unverändert, so wie sie dort im Docker Hub zur Verfügung steht.